Herzlich willkommen zu Teil 14 der Reihe Python, eine Einführung für Programmieranfänger. Wir haben in der letzten Folge begonnen, über Listen zu sprechen und wir wollen das heute fortsetzen, rufen dazu wie immer unsere IDLE3-Umgebung auf. Und ich möchte heute zunächst ein sehr mächtiges Werkzeug vorführen im Zusammenhang mit Listen, und zwar die Listenabstraktion oder wie sie meistens genannt wird, die List Comprehension. Wir legen also eine Liste L1 an. Und wir werden das tun, indem wir jetzt eine For-Schleife innerhalb der Listendefinition, also innerhalb der eckigen Klammern, benutzen. Beispielsweise können wir Folgendes tun. X for x in range 1, 11. Wir haben die For-Schleife und die Range-Funktion bereits in vorherigen Folgen kennengelernt. Und wenn wir also das Folgende auf der Kommandozeile schreiben würden, for x in range 1, 11, dann würde x nacheinander die Werte 1 bis 10 durchlaufen. Zur Erinnerung, bei der Range-Funktion ist das zweite Argument bzw. die obere Grenze exklusive, also nicht Teil der Liste. Und was wir hier tun ist, dass wir diese Vorschleife innerhalb der Listendefinition haben und das Element x dann jeweils in die Liste aufnehmen. Wenn wir das tun und L1 ausgeben, Entschuldigung, die 7 habe ich da jetzt versehentlich hingetippt. Wenn wir L1 ausgeben, dann sehen wir, dass jetzt L1 tatsächlich die Werte von 1 bis 10 enthält. Das ist eine sogenannte List Comprehension, also eine Vorschleife innerhalb einer Listendefinition. Wir können jetzt eine zweite Liste uns beispielsweise anlegen, indem wir jetzt außerdem noch eine If-Klausel aufnehmen, also x, wobei x im Bereich von 1 bis 10 durchläuft. Und wir wollen diesmal nur die geraden Zahlen haben. Wir setzen also die Bedingung, dass x modulo 2, also der Divisionsrest bei der Division durch 2, gleich 0 sein soll. Und wenn wir das tun, dann sehen wir, dass wir jetzt tatsächlich nur die geraden Zahlen im Bereich von 1 bis 10 haben, also 2, 4, 6, 8, 10. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, wie man List Comprehensions nutzen kann. Wir können zum Beispiel Folgendes tun. Wir können eine Liste anlegen, die heißt Farben, Rot, Blau, Gelb beispielsweise. Und wir können eine zweite Liste angeben mit Autos, sagen wir mal Audi, BMW und VW beispielsweise. Und dann können wir ausgeben, welche Kombinationen von Farben und Autos es gibt, also indem wir zum Beispiel Folgendes tun. Auto, Farbe. Und jetzt machen wir sogar zwei Vorschleifen in der List Comprehension. Also for Auto in Autos, for Farbe in Farben. Und wenn wir das tun, dann sehen wir, dass jetzt alle möglichen Kombinationen, also hier Audi in den drei möglichen Farben, dann BMW in den drei möglichen Farben, und dann VW in den drei möglichen Farben angegeben wird. Wir sehen also hier eine List Comprehension, wo wir tatsächlich sogar zwei Vorschleifen benutzen. Wichtig ist in dem Fall auch die Reihenfolge. Wir haben hier zum einen die Autos und anschließend die Farben. Und wir sehen, dass die Autos sich am langsamsten sozusagen ändern. Also erst wird das erste Auto komplett durch die Farben durchexerziert, dann das zweite Auto und so fort. Wenn wir das umdrehen würden, wenn ich das jetzt hier lösche und hier vorne wieder einfüge, dann sehen wir, dass jetzt zunächst durch die Autos durchgegangen wird, für die erste Farbe, nämlich Rot, und dann durch die Autos für die zweite Farbe, Blau. Das heißt, das, was am weitesten hinten steht, wird als letztes durchgegangen. Es wird also in dem Fall zunächst durch die Farben gegangen. Die Autos stehen am weitesten hinten, das heißt, die Autos werden zuerst durchgegangen und das, was weiter vorne steht, wird als letztes durchgegangen, also in dem Fall die Farben. Ich glaube, ich habe das gerade vorher andersrum gesagt. Also bei List Comprehensions, die mehrere Vorschleifen enthalten, ist die Reihenfolge relevant. Und wir sehen also, dass diese List Comprehensions ein sehr kompakter Weg sind, wie man tatsächlich Listen erzeugen kann. Wir importieren noch einmal das Random-Modul, das wir auch schon mehrfach gesehen haben, das uns Zufallszahlen liefert. Und wir können zum Beispiel eine Liste L3 anlegen, die Zufallszahlen enthält. Sagen wir mal zwischen 5 und 15 als Beispiel. For
und wir wollen jetzt, sagen wir mal, 20 Zufallszahlen haben, dann können wir Folgendes tun. Ich erkläre jetzt, warum wir das so machen. Wir sehen jetzt eine Liste, die 20 Zufallszahlen enthält. Und wir haben eine List Comprehension benutzt, aber eigentlich jetzt nur, um das Kommando, was hier steht, nämlich random rand int, 20 mal auszuführen. Range 20 bedeutet, dass die Variable, die hier vorne steht, nämlich der Unterstrich, 20 verschiedene Werte annimmt, vielleicht von 0 bis 19. Die Variable selber interessiert uns aber überhaupt nicht. Die benutzen wir nur, um das Kommando hier vorne mehrfach auszuführen. Und darum verwenden wir hier auch keine entsprechenden Namen, sondern einfach nur einen Unterstrich, um zu indizieren, diese Variable ist eigentlich uninteressant. Wir wollen einfach nur diese 20 Zufallszahlen erzeugen. Und wenn wir das Kommando zum Beispiel ein weiteres Mal geben, dann sehen wir, dass jetzt auch eine andere Liste erzeugt wird, weil es sich halt um Zufallszahlen handelt. Und bei 20 Zufallszahlen die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist, dass diese beiden Listen gleich sind. Wir haben also jetzt List Comprehensions gesehen, ein mächtiges Werkzeug, um kompakt Listen zu erzeugen mit definierten Eigenschaften, seien es einfache Zahlenlisten, zum Beispiel mit bestimmten Eigenschaften über die If-Klauseln oder auch kombinierte Listen, wo wir mehrere Elemente hier kombinieren. Soviel zum Thema zunächst List Comprehensions. In der nächsten Folge sprechen wir dann über das sogenannte Indexing und Slicing von Listen. Vielen Dank.